Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Train Fever. Ja, wir sind wieder irgendwie, also wir haben es wieder geschafft und sind irgendwie wieder an der Kippe zum Bankrott. Unsere Zuglinie funktioniert nicht mehr. Der macht richtig fies miese. Die Frage, die sich eben dann mir stellt, ist, sollen wir dann auch noch den Zug überhaupt noch fahren lassen? Wenn er so viel miese macht. Naja. Ich würde mal sagen, nein, wir lassen ihn nicht mehr fahren. Wir gehen jetzt auf Hop oder Drop. So, zack, tschüss. Auf Wiederschauen. $200.000 haben wir noch bekommen für ihn. Und ja, jetzt sind wir drauf und dran, unsere Fahrzeuge zu verkaufen. Es gibt keinen Zug mehr. Es gibt nur noch mehr Busse und hier ein paar LKWs, die hier den Transport regeln. Die müssten wir halt jetzt austauschen. Und vielleicht ist es auch gut so, dass wir die jetzt, dass wir jetzt den Zug abgestoßen haben, weil das wahrscheinlich der ist, der am meisten gefressen hat jetzt von den Betriebskosten her. Und ja, wir kümmern uns jetzt eigentlich um die Güter. Wir werden hier jetzt mal schauen, was haben wir hier für Möglichkeiten. Und da sieht man hat den MLN oder Peter Blitt. Aber wir haben ja gesagt, der MAN ist eigentlich das Vorzeigemodell. Und Lassan Güter, das trifft sich ja auch schon gut. Da kommt der daher. Und dann werden wir den auch gleich austauschen. Und schauen wir mal auf die Finanzen. Kosten tut uns schon 36.000. Aber bringen tut er uns 100. Achso, ja, dann kann er aber weiterfahren. Dann ist er immer noch günstiger als diese MAN. Dann lassen wir den einfach weiterfahren. So lange, bis uns nichts mehr anderes übrig bleibt. Ach so. Da wäre aber mehr möglich, so wie es aussieht, für Lassan. Aber der kann nicht so viel mitnehmen. Was ich hier vergessen habe zum Einzeichnen, sind die Höhenkontrollen und die... Ja, da könnte ein bisschen mehr mitnehmen, da wäre auch ein bisschen mehr drin, also wäre ein Wechsel doch gut. Dann würden wir zwar mehr Ausgaben haben, oh yeah, aber auch mehr Einnahmen. So. Den können wir auch wieder zumachen. So, zurück ins Depot mit dir. Und wir kaufen für die Güter. Wichtig ist hier wieder umzustellen, nicht vergessen, weil das mache ich immer relativ gerne. Kaufen wir das und dann sagen wir Lassan Güter. Und er kann dann 11, 16, der kann dann ein bisschen mehr mitnehmen. Und dann haben wir den auch ausgetauscht. In weiterer Folge fehlt dann das Holz noch. Der ist dann auch vom Fahren her schneller. Wie man sieht, der fliegt da richtig rüber. So,
So, zack, da wird gleich alles mitgenommen. Und dann fliegt er wieder in die andere Richtung. Okay, 31.000, aber das ist jetzt halt der Anfang. Dann darf man sich nichts beeinflussen lassen von dem Ganzen. Weil der wird jetzt ein bisschen warten müssen, ne? Nicht mal. Aber in der nächsten Fuhr wird er warten müssen. Wie sieht es eigentlich da aus? Da reicht dann wahrscheinlich ein großer LKW. Wir schauen uns das gleich mal an, würde ich sagen. Achso, hätte ich auch hier rauf drücken können. Genau, 136.000 bzw. 160.000 nehmen wir ein. Und wir haben gute 60.000 jetzt Betriebskosten. Und da würde uns im Endeffekt dieser LKW reichen. Wenn wir sagen, der Holz, den kaufen wir gleich, dann sagen wir, lass an Holz verkaufen wir und den weisen wir, lass an Holz 2 zu. Und dann haben wir unseren ersten Brummi am Weg. Und da fährt er. Unser erster amerikanischer Brummi. Den wir jetzt mal ein bisschen zuschauen werden. Mal schauen, ob er überhaupt darüber kommt, ja. Er fährt jetzt da die Holz und ich hoffe, dass einer reicht. Aber normalerweise schon. So. Zack, zack. Der hat gleich alles mitgenommen. Und dann fährt er wieder runter. Und dann muss halt die Sägewerk. Ah, da muss halt das Sägewerk auch schauen, dass sie dann wieder 18 dieser Holzdinger zur Verfügung stellt. Wenn wir wiederkommen. So. Und? Ja, 16, 17, 18. Perfekt, würde ich sagen. Die 2 Sekunden, die können wir gerne warten. Ja, von den Finanzen her würde ich jetzt mal so behaupten, geht das alles wieder in Ordnung. So, 90.000. So, dann würde ich sagen, lösche ich jetzt mal alle anderen Linien. Die ziehen wir halt dann alle neu, wenn man sie braucht. Aber momentan brauche ich nicht mehr als wie die, die ich habe. Genauso wie Bushaltestellen. Ich meine, ist alles recht gut und schön. Ja, okay, lassen wir sie stehen, oder? Ist ja egal. Ist ja egal. Und dann hoffen wir, dass wir uns wieder rauskämpfen aus dem ganzen Wirrwarr.
Muss halt immer ein bisschen warten, aber das macht nichts. Und vielleicht können wir uns dann bald auch schon wieder unseren Zug leisten. Denn der Umsatz oder der Gewinn, das sieht eigentlich richtig, richtig gut aus. Wenn wir jetzt das Jahr nochmal verstreichen lassen, so nebenbei, dann wird man eben erkennen, dass wir wieder im grünen Bereich sind. Also so radikale Änderungen, das darf man dann ruhig machen. Das ist auch dann kein Problem. Dann kann man auch wieder die Schlinge vom Kopf nehmen. Und ja, das war's auch schon wieder von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.